Also, ja, einen recht schönen guten Abend wünsche ich. Ich freue mich, dass Sie so zahlreich erschienen sind hier heute zu meiner Werkschau. Ja, da stellt sich natürlich direkt als erstes die Frage, was ist denn überhaupt eine Werkschau? Und ich möchte das kurz erklären. Ich bin derzeit in der Phase, ganz, ganz viele neue Lieder zu schreiben. Und dadurch, dass die so unterschiedlich dieses Mal geworden sind, möchte ich die vorher einem ausgewählten Publikum, und das sind in diesem Fall Sie jetzt, die sind quasi heute meine Versuchsobjekte, möchte ich Ihnen die vorspielen. Und Sie haben dann die Möglichkeit, Sie haben ja ein Einlasszettelchen bekommen, das dann auszufüllen. Es werden dann auch auf den Tischen gewisse Kugelschreiber liegen, dann könnt ihr das dann ausfüllen und dann am Ausgang dann mir abgeben, damit ich quasi ein reales Feedback von Ihnen bekomme. Und dann aus diesen Ergebnissen, aus diesen Resultaten, die wir dann daraus ziehen und Statistiken daraus machen werden, kann ich dann ein erfolgreiches neues Programm schreiben. Es gibt schöne Lieder und es gibt auch Lieder, die gar nicht so schön sind. Aber wenn man das geschrieben hat, da hatte man einen richtigen Geistesblitz. Und dieses Lied, was jetzt kommt, ist keins von beiden. Ausschlaggebend sind immer noch Hautirritationen. Was kann denn der Zuschauer vom neuen Programm erwarten? Ja. Vor allen Dingen neue Lieder, das zeichne ich ja auch in erster Linie ein neues Programm aus. Und ich glaube, ich mache ja diesen Abend auch, um die neuen Lieder zum ersten Mal auszuprobieren, weil ich noch gar nicht einschätzen kann, wie die Leute das finden werden, weil einfach dieses Mal so eine große Spannweite dabei ist, von witzigen Liedern bis halt auch zum Teil ganz, überhaupt gar nicht mehr witzigen Liedern und einfach nur kritische, gesellschaftskritische Lieder. Und ich einfach nicht weiß, wie das ankommen kann, ob die Mischung passt, ob man das machen kann. Und ja, deswegen wird es, denke ich, auf alle Fälle, das neue Programm wird experimentierfreudiger. Und ja, es wird halt neu sein und es wird zeitkritisch sein, vor allen Dingen, also auch sehr höchst aktuell. Ich habe höchst aktuelle Lieder geschrieben. Und ja, ich glaube, da kann man gespannt sein. Ich wollte schon immer mal Geschlechtsverkehr in einem Lied sagen, aber das würde meinem ach so tollen Image schaden. Deshalb sage ich es jetzt zum ersten und zum letzten Mal. Geschlechtsverkehr, das war wunderbar, also wieso nicht öfter, war doch nicht schlimm und tat niemandem weh. So wie ich das sehe, könnte man das auch in deinem kompletten Leben umsetzen. Nebensätzen. Ich kann es nicht mehr für mich behalten, deshalb möchte ich euch etwas erzählen. Neulich habe ich geträumt, es wären Wahlen und nicht mal die Hälfte der Bürger waren wir. Doch nicht, dass sie nicht durften oder aufgehalten worden sind. Nein, sie hatten einfach keine Lust und haben lieber für niemanden abgestimmt und gehofft, dass ihnen jemand die Entscheidung abnimmt, um sich dann später über das Ergebnis aufzuregen. Mädchen verliebt sich, Junge nicht, er will mit ihr nur ins Bett. Sie tun es und haben richtig Spaß, hat das Mädchen noch mehr. Junge sagt, nee, sorry, das war's. Mädchen meint daraufhin sehr.
Jahren, ob er oder sie, oder ob sich doch beide verlieben. Am Ende wird es meistens doch einer von beiden versieben. Und die Liebe ist weg und die schlechten Gefühle siegen. Und man kann sich nur fragen, was ist mir davon geblieben? Zwischen niedrigen Häusern und schmalen Straßen, dort in dieser kleinen Stadt, gibt es ein Fleckchen grün-gelben Rasens, doch hier ist zurzeit ein Feste, hier steht man sich die Füße platt. Zwischen Zuckerwatte und dem Reste der Gesellschaft und von Müll. In der Luft liegt der Karamellbiergestank und in den Blättern ist noch viel Klorophyll. Die Vögel zwitschern aus voller Kehle, bloß die Schnapsdrosseln liegen schon lang, denn sie haben einen oder acht zu viel gezwitschert, weil es ihnen an Beherrschung fehle. Vorbei ist. Also bitte lass sie schnell vorübergehen. Dann können wir wieder frohen Mutes nach vorn sehen. Und außerdem braucht der Frühling gar kein Fest, denn er kommt, wann er will. Oder er lässt trotzdem, wie auch ich, jedes Jahr hin, um es mir anzuschauen. Das Schauspiel zwischen Schönheit und gehört, du lutschst gerne und du leckst auch. Deshalb winke ich dir aus der Ferne, weil ich dich brauch. Denn damit kannst du mir helfen, kannst meinem Leben einen Sinn geben. Also lass uns leben in Symbiose, denn durch meine Bestückung kommen wir beide zur Wirkung. Du bist das Schloss und ich dein Schlüssel, du bist mein Schwein und ich dein Rüssel. Wir beide sind füreinander gemacht, da hat sich mal jemand was beigedacht. Denn ich habe das, was du lutschen kannst, stundenlang, denn ich bin ein Mann und kann deine Lust so befriedigen, aber bitte nicht weisen oder abreißen. Denn ich habe lapprige Ohrläppchen. Willst du mal dran lecken? Nicht so doll sabbern, sonst gibt das noch Flecken. Denn an diesen lapprigen Ohrläppchen kannst du so viel du willst lecken. Doch Vorsicht, sonst bleiben sie dir im Halse stecken. Das Konzert ist ja nun zu Ende. Wie war es für Sie? Es hat Spaß gemacht, es hat eine Menge Spaß gemacht. Ich glaube, den Leuten hat es auch ein bisschen Spaß gemacht. Ich würde sagen, ich habe schon viele Zettel bekommen und ich denke mal, da werde ich einiges Wertvolles für die neuen Sachen als Tipp oder als Meinung kriegen und kann dann weiter daran arbeiten. Also das Ziel quasi des Abends ist erfüllt. Ja. Gibt es etwas, was Ihnen selber am besten gefallen hat? Mir da am besten gefallen, dass die Leute so offen waren. Ne? Also, das ist ja nicht selbstverständlich. Und ich habe ja auch viele neue Sachen probiert, wo ich selber noch nicht wusste, ah, kannst du das so machen? Und ist das, also, gefällt das, verstehen das die Leute, was ich davon will? Weil manchmal sind ja meine Gedanken vielleicht auch ein bisschen verquert. Und deswegen fand ich gut, dass die für alles offen waren und ich einfach alles probieren konnte und ich die das angenommen habe. Oh, jetzt mal flüstern!
Oh. Oh.